Heute mache ich einen super schnellen Streusel Apfelkuchen mit Puddingfüllung. Dazu brauchen wir Äpfel. Ich habe die jetzt mit Schale genommen. Man kann die auch ohne, wie man möchte. Dann brauche ich Mehl, Apfelsaft, Margarine, Zucker, Ei, Vanillezucker, Vanillepudding und nach Bedarf noch Zimt. Als erstes werden jetzt die Äpfel für 7 Sekunden auf Stufe 5 klein gemacht. Und der Topf danach erstmal gereinigt, also kurz mit klarem Wasser durchgespült, mehr nicht. So, ich habe jetzt die Schüssel wieder sauber gemacht. Die Äpfel habe ich erstmal auf Seite gestellt und werde jetzt den Teig herstellen. Dazu tue ich jetzt Mehl, Margarine, Zucker, Ei und Vanillezucker alles in die Schüssel rein. Und dann 20 Sekunden auf Stufe 4 verrühren mit Hilfe des Spachtels. So, das sind jetzt dann die Streusel. Die werde ich dann jetzt auch erstmal. Schauen wir nochmal. Das ist gut. Werde ich die auch in einer Schüssel umfüllen erstmal, weil die brauchen wir gleich erst. Und dann werde ich dann noch mal kurz ausspülen und dann werden wir dann die Puddingmasse fertig machen. So, die Schüssel ist jetzt wieder sauber. Jetzt werde ich den Apfelsaft und Puddingpulver reintun. Und dann 5 Minuten auf 100 Grad und Stufe 2 erstmal kochen. So, jetzt werde ich in dieser heißen Flüssigkeit die Äpfel zugeben und nochmal 3 Minuten bei 100 Grad Stufe 2. Die Masse ist jetzt fertig und stelle ich kurz auf Seite. Jetzt werde ich 2 Drittel von den Streuseln erstmal in einer 26er Springform verteilen und festdrücken und auch den Rand hoch. Drittel des Teiges in der Springform, die eingefettet ist, verteilt. Und auf festgedrückt und werde jetzt die Apfelpuddingmischung dazugeben und verteilen und dann mit Zimt etwas bestreuen. Man kann auch Bratapfelgewürz nehmen oder auch ganz weglassen, wenn man es nicht mag. So, jetzt habe ich die Apfelmischung mit Zimt fertig und werde nun noch die Streusel verteilen und dann in einen vorgeheizten Backofen 180 Grad Ober- und Unterhitze für 55 Minuten reintun. Aber so circa nach 40 bis 45 Minuten werde ich noch Alufolie drauflegen, weil sonst die Streusel zu dunkel werden. So, der Kuchen sieht jetzt erstmal so aus vor dem Backen. Jetzt kommt ihr im Backofen rein für 55 Minuten und ich zeige euch dann später die Bilder, wie er geworden ist. Ich wünsche euch dann noch viel Spaß beim Nachmachen und bei Gefallen Daumen hoch und abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.